Okay, Freunde, was geht ab, what's poppin', Leute, und willkommen zu einer weiteren Freistoß-Discard-Challenge auf meinem Kanal. Heute haben wir einen Spieler dabei, der auf jeden Fall eine nice Karte bekommen hat. Dieses Kartendesign finde ich übertrieben nice und das ist der Totti-nominierte Cristiano Ronaldo. Bin gespannt, ob der ein Team of the Year bekommen wird. Was meint ihr? Könnt ihr direkt mal kommentieren, ja oder nein, in die Kommentare. Und mit bei der Freistoß-Discard-Challenge ist natürlich Pro Owner. Ja, was geht ab, Leute? Ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Wir haben beide Cristiano Ronaldo Totti Nominee, der schon mal ganz nice ist. Man muss aber dazu sagen, der hat nicht die allergeilsten Freistoß-Stats, ne? Freistoßpräzision 76. Ich glaube, das ist auf jeden Fall bisher der Spieler mit dem schlechtesten Freistoßwert, mit dem ich überhaupt so eine Challenge mal gemacht habe. Aber ja, viel Kraft und so hat er auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir trotzdem geile Freistöße und falls ja, dann wird am Ende einer auf jeden Fall ein bisschen was diskarden. Ja, denn unsere Teams sind beide ungefähr 2 Millionen Coins wert. Das heißt, da kann schon der ein oder andere teure Spieler discarded werden. Und dafür kann man, denke ich mal, einen Daumen hoch da lassen. Wie viele Likes können wir schaffen denn? Ich glaube, letztes Mal sind die komplett eskaliert bei uns. Echt? Ja. Sag mal erstmal, wie viel wir letztes Mal hatten. Keine Ahnung, auf jeden Fall eskaliert. Sag einfach was, ja, okay. Hau einfach was Kleines raus, die machen schon mehr. Okay, 5000 war gleich letztes Mal Ziel. Machen wir einfach wieder 5000 Ziel. 5000 Likes, Freunde, für mehr Freischuss-Challenges. Ihr wisst Bescheid. Und ganz, ganz wichtig, bei Danny haben wir was ganz Neues gemacht. Kann man, glaube ich, schon spoilern. Eckball, Reindreh, Discard-Challenge. Sehr wahrscheinlich ist es geworden. Checkt das gerne ab. Erster Link in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, gehen wir ins Spiel. Jeder 10 Freistöße. Die Differenz gibt es wieder als Discards. Und mehr muss man, glaube ich, nicht sagen, oder? Nee, Mann, wir sind ready. Let's go. Uiuiui. Jo, wer schießt da denn, ey? Cristiano Ronaldo erstmal auswählen. Ich bin mal gespannt, ob er in seiner alten Form ist. Wir machen so, wir dürfen diesmal den Torwart bewegen. Das haben wir letztes Mal ja anders gemacht. Aber die Mauer darf trotzdem nicht springen, ne? Naja, nur ein bisschen vergrößern und so ist drin, aber springen darf man nicht. Okay. Was? Was machen? Der macht Spin komplett in die andere Richtung. Niemals habe ich Controller nach da bewegt. Jo. Vielleicht liegt das an seiner Freischusspräzision, dass er einfach macht, was er will. Man merkt irgendwie, ich glaube, ja. Was war das denn? So, bist du ready für CR7? Der Cristiano. Also ich darf Torwart jetzt bewegen, ne? Ja. Mal gucken. Ja, das ist aber schwierig, wenn man bewegt und dann in die falsche Ecke geht, dann ist der Ball drin eigentlich, oder? Glaubst du? Ich weiß gar nicht. Hast du eben bewegt gehabt? Ja. Okay. Ja, ich probiere einfach mal aus. Cristiano! Super Courtois, der fängt den einfach nicht mal. Der haut den nicht mal weg oder so, der fängt den einfach auf Chiller, er sagt so nichts für mich. Und vielleicht kommt jetzt ja schon der erste Knuckleball-Versuch, Danny. Kannst du mal probieren. Die sind so schwer, ne? Aber von der Entfernung weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ist schon sehr nah dran für sowas. Ja. Keeper ganz auf Linie, dann hat er ein bisschen Platz, so weißt du, links, rechts, scheiße. Oh mein Gott! Mein Gott, der war doch perfekt gedacht! Wieso geht der an Pfosten, Mann? Aber du hast gelb getimed, oder? Gelb getimed, wäre da grün, wäre da drin wahrscheinlich, oder? Ein bisschen antäuschen, ein bisschen hier links, rechts. Ich weiß gar nicht, was. Bei mir führt er, wenn ich das mache, den Freischuss immer einfach raus, so freiwillig. Der sagt dann, ich schieß mal. Ja. Ich schwöre, der Pfeil ging 7 Meter nach unten. Was, wie schießt der? Das Präzision ist da! Das ist kein Witz. Junge, Junge, das kann echt 0-0 ausgehen oder so am Ende. Ja, man weiß ja nicht. Vielleicht probiere ich jetzt ja nochmal Torwart-Eck. Hat der eben gut geklappt. Ey, das ist der Maschinenkeeper, der hat Auge dafür. Das war gefühlt ein Knuckleball, obwohl ich keinen Knuckleball eingesetzt habe. Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Ich habe sogar Keeper einen Schritt dahingestellt. Yeah. Das war ein Ronaldo-Freistoß. Einfach ein klarer Ronaldo-Freistoß. Den will ich in der Wiederholung sehen. Der war so geil. Bam. Das war ehrlich, Nackel. Ja, Junge. Ich muss jetzt erstmal Analyse machen, was er genau gut kann. Der hat viel Kraft, ja. Fee ist wack. Elfer kann er? Okay, bringt mir nichts. Freistoßpräzision eigentlich ehrlich über die Ball abgesetzt. Komm, Junge. Komm, Außenriss. Komm. Da steht die Mauer 1A. Gut gestellt, Courtois. Ich bin stolz auf dich. Hast du Angst? Ja, der Freischuss eben war schon anders. Ja, schon anders. Ich probiere mal wieder eine neue Taktik aus. Ich habe gerade Bock auf diese Taktik hier, Freunde, wenn ihr wisst, was ich meine. Der steht doch neben der Mauer. Was macht der? Nee. Curve hat da auf jeden Fall nicht so drauf. Aber ich habe ihn auch wieder nicht grün getimed. Ich weiß nicht, warum ich dieses grüne Time-Finish öfters nicht hinbekomme bei den Freistößen.
Ja. Das ist schwierig, Mann. Hä? Der macht wieder einen Curve! Ich curve die nach rechts, der curve nach links, genauso wie bei dir vorhin. Ja, ich meinte doch, das ist komisch. Bei mir, ich habe hundertprozentig nicht nach rechts gemacht und das ging nach rechts, aber trotzdem kam der gefährlich. So, Cristiano Ronaldo steht bereit. Kann man ihn nicht weiter nach rechts? Einen Schritt kann man immer nur machen. Nee. So. Ey! Ohne Mauerbewegung, Mauerlay! Wolltest du da schießen oder was? Hör mal auf mit der Scheiße! Auf einmal stehen da 70.000 Männer in der Mauer und so. Was soll das denn auf einmal? Anlauf zu machen? Scheiße, ich kann nichts mehr ändern. Was ja, so, ey? Ja, so. So. Komm schon. Ey, oh! Nein, Mann! Endlich, Digga. 1-1. Den hat er aber auch gut reingegeben. Was war das für eine Taktik? Ey, das war diesmal einfach, ja, fallen lassen, Dipping. Dipping. Mal schön gucken. Hoch gezielt, dann runter. Ja. So, Druck wieder da, jetzt steht's wieder unentschieden. Ich weiß schon, wo ich hingehe mit Mauer. Hey, Danny, Mann. Okay. Ja, einer kann noch rein in die Mauer, einer geht noch. Grün. Oh! Boah, mit Grün sogar. Ronaldo, enttäusch mich doch nicht. Ich weiß gar nicht, was du machst. So, nicht Torwart verwirren, lass sie jetzt so stehen, wie sie sind. Boah, genau in die Mitte. Das Ding ist, der war auch ein Knuckleball, aber der hat sich dann zur Seite genackelt. Hast du ihn auch so eingeloggt gehabt? Boah, doch, man sieht schon ein bisschen Knuckle. Guck mal, wieder hin und her. Ja, ja, ja. Ronaldo, langsam wird's mal wieder Zeit hier. Langsam wird's mal wieder Zeit hier, Junge. Hä? Hey, ich krieg kein Spiel gestaut. Ja. Oh mein Gott, wie groß! Der hat noch fast den Ball weggegrätscht. Hast du es gesehen mit Chiellini da? Guck mal. Ich wollte eigentlich in die Mauer reinrennen, um Mauer zu vergrößern. Und dann springt der Ball aber eigentlich perfekt und. Wie man diesmal machen kann. Dadurch, dass du Keeper gestellt hast, wäre der absolut drin gewesen. Aber ich krieg den einfach nie über die Mauer mit Ronaldo. Ich habe, glaube ich, eine coole Idee. Eine coole Idee, die ich jetzt mache. Ich bin mal gespannt. Wo stellt der sich denn hin? Warte. Zum Glück brauchst du immer so lange, da kann ich Mauer, kann ich chinesische Wand bauen da. Ohne Passen und sowas jetzt, ne? Oh! Was ein Ding, Junge! Bam! Oh. Ja, du kriegst den über die Mauer, ne? Oh, ein Stückchen weiter links, der wäre sowas von genau drin. Komm schon. Nein, 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 nein! Geh wieder rein! Geh bitte wieder rein! Du machst ja komplett wilde Sachen. Ey, Junge, du blockst mich die ganze Zeit da. Komm schon, Ronaldo. Der geht nicht über die Mauer. Geh mal über die Mauer, Mann. Mit Nachschuss und so, mit Frust. Krass. Das ist so krass. Ey, Junge, ich krieg grad den Stick nicht richtig hingestellt. Aber bei mir hat auch gewackelt wie, keine Ahnung. Alles zu gut. Oh mein Gott. Der war sogar wieder grün. Ich habe einen Spin gemacht, ne? Also nicht einen Topspin, sondern nach rechts. Um die Mauer wollte ich drehen. Der geht aber einfach über die Mauer und... Ja gut, ja gut, ja gut. Ich weiß nicht, was hier abgeht, ehrlich. Ich bin hilflos, sprachlos, alles auf einmal. Alles auf einmal, ne? Komm schon. Oh mein Gott! Ich habe ihn drin gesehen. Nein! Ich habe ihn einfach drin gesehen. Ich habe ihn auch drin gesehen. Nein, der hat sich ein bisschen zu weit weggedreht einfach. Ich glaube, das ist mein letzter, ne, Danny? Ja, das ist der letzte. Eine Fassungslosigkeit macht sich breit hier. Komm schon vorwärts, mach ja. Was. Mann, du stellst ihn doch schon ein bisschen in die andere Richtung. Donnarumma ist einfach zu riesig. Wenn du jetzt machst, hast du gewonnen. Einfach schnell Augen zu und wenn du jetzt nichts machst, sudden death. Oh mein Gott! Ja, sudden death. Wer zuerst trifft, hat gewonnen. Wie viel Frust. Gleich wird Spiel abgebrochen wegen rote Karte. Was machen die halt alle Geld. Ja. Das ist für eine Minimauer. Piss dich. Das ist ehrlich Gemeinheit. Zwei Mann Mauer, Junge. Was soll ich mit so einer Mauer machen, Mann? Wie schieße ich den?
Junge, ich krieg's nicht mehr richtig hin. Ganz Team steht immer mal jetzt. Mann, oh, das doch dreht! Danke, dass du mir gesagt hast, dass du Curve machen willst. Ja, mit Ausmaß, aber. Oh! Noch nie gesehen, sowas. Noch nie gesehen. Wäre der über die Linie gegangen, ne? Mein Leben wäre beendet mit diesem Freistoß. Junge, zwei Mann-Mauer! Chill mal, warte mal, bis da Leute drin sind. Gemein. Guck jetzt! Ja, warte. Guck, oh nein! Was soll ich machen, Mann? Später steht da nur noch einer. Egal was ich mache, da wird wahrscheinlich wieder am Tor vorbeifliegen am Ende. Egal was man macht, oder was? Ja. Mit Kopf und so, diesmal noch mit Gesicht halten. So, was kann man noch für Freistöße mit Ronaldo schießen? Das Ding ist curved und so bringen ja auch nichts. Ja, die drehen sich halt nicht genug. Das ist das Problem. Warum in die? Ich habe niemals in diese Richtung gedreht, Digga. Bist du dumm, Junge? Ich bin also der vierte Lattentreffer jetzt, ne? Oder der geht einfach mal rein. Oh danke. Mein Gott. Ja, Mann, ja, Mann. Dreimal Latte getroffen, der Verlängerung und der vierte geht Latte rein. Junge, offiziell, nach den ersten 10 Schüssen hätte ich eigentlich gesagt, du hättest gewinnen müssen, weil die so scheiße waren von mir. Aber jetzt am Ende wegst du noch ein, zwei gute. Boah, aber der war auch saftig, ey. Latte rein, da kann ich nichts gegen machen. Jetzt muss ich hier noch discern. Ich habe am Anfang geführt. Ja, und ich habe geschossen wie eine Oma, echt. Ich habe sortiert. Feel free, ein Discard. Kann trotzdem schmerzhaft werden. Jo, ein, zwei Spiele sind ja dabei, die was kosten. Ich würde den. Was hattest du? 4-4-2 oder was? Mhm. 4-4-2. Okay. Ich nehme den linken Mittelfeldspieler. Links Mittelfeld, also links außen, ne? Ja. Na, das war es auch schon wieder komplett. Das war so mit der günstigste Spieler aus dem gesamten Team. Echt? Douglas Costa. Hast du umgestellt? Ein bisschen, ja, aber Douglas Costa ist somit der Einzige, den ich, glaube ich, nicht... Ja, Makalele habe ich auch nicht umgestellt und so. Also ein bisschen hatte ich umgestellt. Wo war Ronaldo? Was meinst du? Ja, kein Plan, mal rechter Innenverteidiger oder so. Nee, linker. So, Douglas Costa ist weg. Billo Discard, damit kann ich leben, Leute. Lasst einen Daumen hoch da. Checkt auf jeden Fall Danny ab, abonniert beide Kanäle und damit, würde ich sagen, sind wir raus. Ja, was soll man dazu sagen? Peace out.